Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich ein paar Worte verlieren zur kürzlich gestarteten Beta des Sim Update 11. Und ich möchte auch eine kleine Lösung präsentieren für die Leute, die Crashed Desktops haben, nachdem sie in die Beta eingestiegen sind. Denn das Sim Update 11 hat eine ganze Menge Änderungen dabei, die auch wirklich Einfluss auf die Kompatibilität von Add-ons haben, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Crashed Desktop habt nach dem Update, eigentlich sehr hoch ist. Und damit fangen wir am besten auch gleich an. Ihr müsst also versuchen, erstmal alle Add-ons, die nicht standardmäßig zum Flugsimulator gehören, zu deaktivieren. Wer einen Add-on-Linker hat, natürlich erstmal alles deaktivieren. Trotzdem sind ja meistens noch irgendwelche Reste im Community-Ordner drin, aber auch im Marktplatz gekaufte Add-ons, offiziell gekaufte Add-ons, sind im Moment Ursache für Crash to Desktop, bis das dann irgendwann mal alles kompatibel gemacht wurde. Und zwar müsst ihr euren Ordner finden, wo ihr eure Inhalte habt für den Flugsimulator. Das ist der Ordner, wo der Community-Ordner drin ist und der Official-Ordner drin ist. Das ist egal, welche Version ihr habt, irgendwo habt ihr diese ganzen Inhalte, ne, den Community und den Official-Ordner, das müsst ihr finden. Wenn ihr am Anfang der Microsoft oder der Flugsimulator-Installation da keinen extra Ordner gefunden habt oder definiert habt, dann sind das so ein paar Standardpfade, die können wir gegebenenfalls, ich sag mal, wenn ihr das nicht findet, euch auch in die Kommentare reinschreiben. Das müsst ihr aber finden. Dann am besten den Community-Ordner einmal umbenennen, komplett. Ja, also ich habe meinen Community-Ordner kurz umbenannt in 00, weiß ich nicht, Community Backup SU11, ist eigentlich vollkommen bockwurst. Ne, ihr müsst nur einfach wissen, das ist euer Backup vom Community-Ordner. Und dann wird er aus diesem Ordner die Add-ons nicht laden, der Flugsimulator, und erstellt sich dann auch einen leeren neuen Community-Ordner. Und dann könnt ihr nachher peu à peu auch wieder ein paar Add-ons dann zurückschieben, um zu gucken, welche gehen, welche nicht gehen. Ne? Die Codec zum Beispiel funktioniert eigentlich. Dann im Official-Ordner befinden sich aber auch eine ganze Menge Add-ons, und zwar die aus dem Marktplatz. Wer die Steam-Version hat, der hat hinter dem Official-Ordner den Steam-Ordner. Wer die Microsoft-Store-Version hat, der hat hier OneStore zu stehen. Und hier könnt ihr reingehen. Und hier befinden sich jetzt alle, ich sage mal, offiziellen Inhalte vom Flugsimulator. Ne? Also alles, was original dazu gehört und alles, was über den Marktplatz gekauft wurde. Und alles, was so Asobo vorne zu stehen hat, das könnt ihr drin lassen, das ist gar kein Problem. Ja, auch hinten dann, wenn die Geschichten kommen mit FS Base, auf keinen Fall anfassen. Ja, BF nicht anfassen, FS Base nicht anfassen. Und dann kommt irgendwann Microsoft. Zum Beispiel das Reno-Paket, also die ganzen Aircrafts vom Reno Air Race Dingsbums hier, ne, die scheinen alle zu funktionieren, die braucht ihr nicht rausholen. Die Airports erst auch mal nicht unbedingt. Also diese offiziellen Microsoft Airports nicht, ne? Aber zum Beispiel, aber ich habe es jetzt schon gemacht, ne? Das würde hier noch sonst drin sein. Die Flugzeuge zum Beispiel von Microsoft, die zum Beispiel die Junkers und so eine Geschichten, ja, die rauskopieren, auch am besten in irgendeinen Ordner, den ihr euch eindeutig, ja, benennt. Ne? Ich habe bei mir das Official Backup SU11 genannt und hier habe ich die ganzen Flugzeuge reinkopiert bzw. verschoben. Also richtig rausholen aus dem Official-Ordner und in einen Backup-Ordner verschieben. Ja, zum Beispiel die Airfoil Labs, B23, die ganzen Carinado-Maschinen, alles rausholen aus dem Official-Folder. Ich hatte die Landmarks, ich hatte den Honda Jet und ich habe aber auch zum Beispiel Sachen wie die Staggerwing, die D18, die Fokker, die Junkers. Alles das habe ich rausgeholt, den LFR Neo. Und danach war dann auch mein Crash-to-Desktop weg, ja. Aber irgendetwas von diesen Flugzeugen produziert einen hundertprozentigen Crash-to-Desktop. Es können auch mehrere Add-ons sein. Ja, im Forum gibt es die ersten Theorien dazu, dass das was mit Effekten zu tun hat. Aber wenn ihr das alles so weit rausholt, sodass ihr fast nur noch die offiziellen Inhalte habt, dann kommt ihr auch rein in den Flugsimulator. Gut, dann haben wir das mit dem Crash-to-Desktop durch. Dann gehen wir mal auf ein paar andere Sachen ein. Zum Ersten, ihr findet im Forum eine eindeutige Einleitung, wie ihr an der Beta teilnehmen könnt. Ja, es ist hier wirklich im offiziellen Forum, ich hau den Link in die Videobeschreibung rein, gibt es einen Thread, der ist zwar auf Englisch, aber ihr findet hier unten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr zum Beispiel aus der Store-Version an der Beta teilnehmt oder wie ihr zum Beispiel
aus der Steam-Version an der Beta teilnehmt. Macht's diesmal aber wirklich nur, wenn ihr damit leben könnt, dass bestimmte Add-ons eine ganze Weile nicht funktionieren werden. Es gibt wirklich viele Änderungen, die einen Einfluss auf die Kompatibilität haben könnten. Zum Beispiel hat PMDG schon gewarnt davor, ne, dass die 737 möglicherweise inkompatibel ist. Zur DC6 habe ich auch schon ein paar Sachen gelesen. Ihr solltet wirklich an der Beta nur teilnehmen, wenn ihr damit leben könnt, ja? Dass ihr bestimmte Add-ons einfach eine Weile vielleicht nicht spielt, bis die aktuell sind. Ansonsten lasst einfach die Finger von der Beta. Dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Release-Notes ein. Die findet man auch im Forum. Den Link haue ich in die Videobeschreibung rein. Die sind auch erstmal nur auf Englisch da. Zumindest ich finde einfach keine deutschen Release-Notes. Also ich finde generell im Microsoft Flight Simulator offiziellen Forum keinen deutschen Community-Bereich. Es kann aber auch einfach sein, dass ich zu blöde bin oder zu alt bin oder sowas. Sollte jemand wissen, wie man in einen deutschen Community-Bereich kommt, ja, oder sowas, dann schreibt mir das bitte in die Videokommentare rein. Aber ich finde es halt immer nur alles auf Englisch. So, Sim Update 11 ist das Update, was natürlich dann mit dem Anniversary-Patch im November, sag mal, kompatibel sein muss. Oder das ist das, was dann kommt. Und hat drei Schwerpunkte. Einmal wieder so ein bisschen DirectX 12 und Grafik, dann Live-Wetter und KI-Verkehr. Das sind so die drei Schwerpunkte, die den Spieler an sich betreffen. Es gibt noch einen Haufen Änderungen, die sind erstmal wieder nur für Entwickler, ich sage mal, relevant. Aber für den Spieler sind diese drei Sachen wichtig. Ja? Dann gehen wir die mal so ein bisschen durch. Das sind so New Features erstmal. Live-Traffic wurde geupdatet, ja, mit bestimmten Quality-of-Life-Fixes. Es wurde was implementiert für DirectX 12, dass der VRAM besser benutzt wird und ausgemaxt wird. Ah, da bin ich schon ein bisschen am Testen bei. Müssen wir mal schauen. Es gibt eine neue, ich sage mal, Barrierefreiheit-Option für Controller-Benutzer, dass man mit irgendwie D-Pad oder Keyboard-Arrows irgendwie bestimmte Features in den Menüs steuern kann. Ne? Also, dass wir nicht mit der Maus immer arbeiten müssen, sondern mit D-Pad und Keyboard da rumfummeln können. Für AMD FSR wurde irgendwas aktiviert, kann ich aber nicht testen, habe ich nicht. Neue Nvidia-Technologien, ja, DLSS 3. Oder aber auch zum Beispiel neue DLSS-Modes, die sind bei mir auch mit drin, Auto und DLA, das werde ich alles auch mal testen. Neue und verbesserte CFD-Simulation, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, gehe ich nicht drauf ein, hat einfach was mit dem Flugmodell zu tun und wie genau ein Flugmodell ist. Die Thermiken können jetzt getoggelt werden über ein Wetterpanel, das müssen wir mal gucken. Das war quasi 3D Visualisierung von Thermiken haben. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht irgendwann. New Mapping for Back to Fly Feature. Das weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich, wenn wir irgendeinen Flug unterbrechen mussten oder sowas. Unten steht noch irgendwas drin, dass wir Flugpläne jetzt auch mitten im Flug speichern und laden können. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt vielleicht endlich mal ein Feature, dass man wirklich einen Flug unterbrechen kann und einen anderen Tag fortsetzen. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. General Bugfixes. Crashes gefixt. Performance optimiert weiter. Ja, HDR10 ist now properly applied. Also ist für Leute, die HDR benutzen. Das ist jetzt, da gab es eine ganze Weile Probleme mit irgendwie. UI-Transparenz Lesbarkeit in HDR, Road Traffic, also Straßenverkehr ist gefixt, der ist wohl verschwunden, wenn man irgendwie Multimonitor aktiv hatte. Screenreader Accessibility Feature, kann ich gerade nicht zu sagen, was das ist. Navigation und Verkehr. Der Co-Pilot, das finde ich schon mal ganz gut. Der Co-Pilot wird von sich aus nicht mehr einfach den Pushback requesten. Ja, wenn wir ihn mit dem ATC beauftragen. Das war ja immer so eine Geschichte, der Co-Pilot war ja immer schneller mit dem Funken, als wir eigentlich hinterhergekommen sind. Das ist jetzt wohl gefixt. Also, ist einfach nicht mehr so. Einige ELS wurden gefixt, die waren wohl falsch ausgerichtet. Ein paar fehlende Prozeduren
sind korrigiert worden. Wir müssen mal glatt testen. Wir hatten in, ich glaube in Düsseldorf gibt es einen Haufen Probleme auf dem Live-Server. Müssen wir mal gucken, ob das gefixt ist. Ein paar ATC-Sachen gefixt, wenn man auf dem oder im VFR-Flug war. Wenn ein Flugzeug kein NAV-Radio hat, dann ging wohl vorher ATC-UI nicht, kann ich nicht zu sagen, ist wohl gefixt. Live-Flugzeuge, also Live-Traffic-Flugzeuge, also Echtzeit-Verkehr-Flugzeuge, fliegen jetzt nicht mehr blöd über den Airport und drehen eine Runde. Es wurden direkt auch Abflugprozeduren für KI-Verkehr eingeführt. Es wurde gefixt, dass der KI-Verkehr oder der Live-KI-Verkehr nicht immer die gleiche Runway benutzt. Und es wird jetzt irgendwie ein Flugplan. Wie ist das zu verstehen? Es wird ein Flugplan benutzt im Hintergrund, um die Position der Echtzeitflugzeuge zu interpolieren. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, wie das zu verstehen ist, ehrlich gesagt. Dann Cruise Altitude gefixt für Live-Verkehr. Jetzt wird der Live-Verkehr auch, denke ich mal, immer von der richtigen Runway starten. Das muss vorher auch noch ein bisschen falsch gewesen sein. Ja, das bedeutet im Prinzip, dass jetzt die Windrichtung vor dem Start quasi schon mal in Betracht gezogen wird. Also vom KI-Verkehr. Hier ist was mit NAV-Data und BGL-Dateien. Das verstehe ich selber nicht ganz genau. Das auch. Das hat einfach wahrscheinlich was mit dem Laden von, also mit der Priorität beim Laden von BGL-Dateien zu tun, sodass bestimmte Sachen jetzt vielleicht dann besser funktionieren sollten. Ich hatte zum Beispiel im Live-Server immer das Problem, dass Add-ons die BGL-Datei von meinem Aerosoft-Flughafen Schönefeld nie erkannt haben. Ja, der Flugsimulator schon, aber irgendwelche Add-ons nicht. Da gab es dann immer Unterschiede oder Abweichungen. So, Wetter. Meter wird jetzt alle 10 Minuten interpoliert, damit es keine abrupten Änderungen mehr gibt. Besseres Handling von Meters in Gebieten, wo es mehrere Meters gibt oder wo es viele Meters auf einem kleinen Gebiet gibt. Temporal Fading, also es wird jetzt über eine Minute gefadet, wie sagen wir auf Deutsch dazu, faden, überblenden oder sowas, ja, also es wird jetzt innerhalb von einer Minute überblendet, die Metadaten in das nächste. Klarer Himmel Preset hat nur wirklich keine Wolken mehr, und die Sonne ist nicht mehr durch dicke Wolken sichtbar. Activity. Ja, mal gucken. Plan Files can now be loaded during your flight on PC. Das ist das, was ich denke, was interessant sein könnte. Ne, dass wir wirklich Plan Files während eines Fluges laden können. Also mal gucken, was das bedeutet. Das ist nur ein Achievement, ist erstmal egal. Und jetzt kommen ein paar Fixes zu Flugzeugen. Und hier sind halt Sachen bei. Hier geht es hauptsächlich um Variablen, da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Ein Haufen Variablen wurden eingeführt und geändert, auch schon in Vorbereitung auf Helikopter und solche Geschichten, so dass hier jetzt Sachen bei sind, die wirklich Inkompatibilitäten auch zu Add-ons quasi hervorrufen können. Hier ist noch was. Icing Slider, also der Vereisungs Slider beeinflusst einfach nichts mehr, wenn das wirklich ausgestellt ist. CFD-Simulation wurde ziemlich überarbeitet. PIDs. Ist auch schwer zu erklären. Ist auch erstmal nicht wichtig. NXC ist auch erstmal nicht so wichtig. Ja, ein paar kleine Änderungen an einzelnen Flugzeugen. Der Rest ist eigentlich wirklich eher, ja, so ganz detailliert einzelne Airports. Peripherals, also Steuergeräte, das ist alles nicht so wichtig. Fixed VR Default Panel Opening Position. Ja, ein paar Änderungen. SDK Dev Mode, ne? Also der Rest ist wieder hauptsächlich für Entwickler hier.
Zimmer, Scenery Editor, Aircraft Editor, Projekt Editor, hast du nicht gesehen. Wie gesagt, ich denke, für den durchschnittlichen Spieler sind die Themen Grafik, KI-Verkehr und Wetter eigentlich die interessantesten Sachen. Wir können schon mal ganz kurz in das Grafikmenü reingucken. Wir haben jetzt hier einfach ein paar mehr Auswahloptionen. Ja? DLS heißt nicht nur DLS, das heißt jetzt DLS Super Resolution. Gucken wir gleich nochmal rein. Wir gehen es mal kurz durch erst. Wir haben jetzt AMD FSR 2 drin. Das ist auch neu, ne? Macht natürlich nur Sinn für Leute, die hier das entsprechende oder die entsprechende Grafikkarte haben. In 1, 2, 3, 4 Stufen auch, ne? So wie es aussieht. Ja, dann die alten Sachen sind immer noch drin, ist klar. FXAA, DLAA, TAA. Und hier bei DLS Super Resolution haben wir jetzt zwei neue Optionen. Einmal DLAA. Sodass das quasi kombiniert ist nochmal, ja, mit einem Anti-Aliasing-Mode. Dann Auto-Mode. Müssen wir mal genau testen, was der macht. Und dann die alten vier Qualitätsstufen, ja. Qualität, ausgeglichen, Leistung und Ultraleistung. Wir haben jetzt also zwei Optionen mehr alleine bei DLS. DLSS, das muss ich aber selber alles erst testen. Wir sehen aber auch schon, dass sich so ein bisschen dieses FPS-Fenster geändert hat. Es wird immer kleiner irgendwie, aber müssen wir mal gucken. Jo, liebe Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Wie sich das mit der Grafik ausgeht, das müssen wir erstmal testen. Dazu kommen dann sicherlich auch weitere Videos. Und ansonsten am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle und ich kann euch nur anbieten, wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt zu uns auf den Discord. Man kann dann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen, ein paar News abgreifen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für einen Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.